Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Leon X. Nun, heute geht es wieder um, wie man im Titel sieht, Rocket League. Ich habe mir festgestellt, in den Kommentaren gab es keine Beschwerden, es gab nicht einen Daumen runter beim letzten Video. Also dachte ich mir mal, mach's am ersten Mal weiter. Ich habe wieder mit Stefan gespielt, alias PD309. Einige von euch kennen ihn. Ja, er dachte mir, mach's mal weiter, spielst ein bisschen online mit dem. Der kann es ja auch gut, macht ja auch Spaß. Deswegen werde ich vorerst weitermachen. Ich habe auch schon relativ viele Videos auf Vorrat sozusagen gemacht. Und ich habe es ja schon im letzten Video und im vorletzten Video schon angekündigt, dass ich Ostern über etwas häufiger bei meinem Vater sein werde. Und heute ist ja noch Donnerstag. Es wird unter Umständen schon so sein, dass ich morgen schon zu meinem Vater fahre, und zwar schon morgen Mittag. Ja, ist leider so, ich habe es ihm versprochen. Ich muss ein bisschen im Garten helfen. Dann kann auch sein, dass ich dann nicht nur Gameplays raushauen werde, sondern auch Real-Life-Videos. Vielleicht werde ich auch an einem Tag zwei Videos raushauen, jedoch nur, wenn ich gut gelaunt bin. Nee, dann lassen wir es einfach. Ja, ich hab ja gesagt, dass ich letzten Samstag habe ich ja ein Video von meinem Vater, Video gemacht mit meinem Vater, wo ich auch später angekündigt habe, dass ich den Teich am nächsten Tag filmen wollte. Ich kam aber am nächsten Tag nicht zum Filmen. Deswegen werde ich jetzt am Wochenende nachholen. Ich werde jetzt am Wochenende Gartentour und machen uns unter anderem auch meinen Teich, unsere Fische und unseren Hund zeigen. Kleines Problem ist nur, mein Bruder wird auch da sein. Und ich habe ja schon mehrfach erwähnt, mein Bruder will nicht vor die Kamera. Das habe ich zu respektieren. Das respektiere ich auch. Sprich, es werden dann des Öfteren, ja, es werden mehr so kleine Videos hintereinander gehangen sein, weil mein Bruder ständig vor die Linse kommt und der das dann nicht will. Jetzt werden einige von euch bestimmt sagen, ja, soll er doch woanders hingehen. Ja, aber es ist nun mal so, dass wir im Garten beide helfen sollen. Und ja, es ist nun mal so, wir sollen beide helfen. Deswegen hat unser Vater uns extra zugerufen, weil wir wollen ja im Sommer auch den Garten genießen. Sag's schon mal hier, aber, also an alle, die es nicht hören wollen, Spoiler-Alarm, wie unser Garten aussieht. Wir haben zwei Teiche. Einen großen für die Fische und einen kleinen zum drin schwimmen. Das ist ein Schwimmteich. Und der muss halt sauber gemacht werden, mit dem Sommer fertig gemacht werden. Dann müssen wir höchstwahrscheinlich noch die Terrasse, Achtung nochmal Spoiler, müssen wir wahrscheinlich die Terrasse vorne und hinten am Pool sauber machen. Den Steg wahrscheinlich auch. Und ja, das wird eine Menge Arbeit. Das schaffen wir nicht alleine. Also ich und mein Vater und die Doro, die ihr bestimmt kennt. Und da braucht man nur mal meinen Bruder zur Unterstützung. Das wird auch nicht nur ein, zwei Tage in Anspruch nehmen. Unter Umständen wird das sogar eine halbe Woche in Anspruch nehmen. Vielleicht sogar noch länger. Es ist halt eine Menge Arbeit, aber naja, was tut man denn eigentlich beim schönen Garten, ne? Deswegen, weil mein Bruder halt nicht vor die Linse will und der will ja nicht mal, dass ich seinen Namen erwähne. Deswegen, ja, muss ich das einfach respektieren. Werden wahrscheinlich so 1-Minuten-Videos mehrfach aneinander gehangen. Ansonsten werden es Let's Plays sein hauptsächlich. Und ich habe bei meinem Vater etwas über Amazon bestellt, das wollte ich unbedingt auch nochmal zeigen. Und dementsprechend wird es auch auf jeden Fall mindestens ein Real-Life-Video geben. Auch wenn das nicht bestimmt auch nicht unbedingt spannend ist. Aber naja. Wir werden dann ja sehen. Ich habe, wie gesagt, schon ein paar Videos auf Vorrat gemacht, sprich, ich müsste eigentlich gar nicht so viel zocken, wenn ich bei meinem Vater bin. Da werde ich auch kaum Zeit für haben, beim all dem Aufräumen. Da setze ich mich dann einfach abends hin und schneide die dann wieder zusammen. Und werde auch sicherlich ein oder zwei Real-Life-Videos machen, wie gesagt. Wieder von meinem Handy ausschneiden, das werde ich dann auch alles abends machen. Also, die Videos werden höchstwahrscheinlich am Abend kommen. Und sonst eigentlich gar nicht. Wir müssen da irgendwie mal gucken, wie wir das alles managen. Hier übrigens das erste Spiel vorbei. Sieg durch Aufgabe. 2-1 gewonnen. Fanden Stefan und ich lachhaft. Apropos Stefan. Unser Kanal Pepska läuft jetzt wirklich vollends. Wir müssen zwar noch ein bisschen planen, wie wir das alles drehen und so.
Aber da der Manuel jetzt auch wieder aus dem Urlaub ist, wird es jetzt ziemlich im Gegensatz zu den letzten Tagen einfacher werden. Wir haben schon ein paar Spiele geplant, zum anderen hier Rocket League. Dann haben wir noch geplant, auf jeden Fall Black Ops 3. Was wir auch noch planen, obwohl es eigentlich sehr viele machen, aber wir planen es trotzdem. Wir ma planen Minecraft. Und wir wissen, Minecraft wird bei so vielen Let's Playern langsam langweilig, dass dann irgendwann keiner mehr gucken will. Kann ich persönlich auch verstehen. Aber naja, ein Versuch ist es wert und es gibt viele da draußen, die spielen gerne Minecraft. Warum es nicht aufnehmen, wenn wir es sowieso spielen? Ich nehme ja zum Beispiel nicht alles auf, was ich zocke, ne? Zum Beispiel, wenn ich bei Call of Duty mal ein schlechtes Ergebnis habe, das muss nicht unbedingt mit rein. Wenn ich mal einen Gordon ein schlechtes Ergebnis habe, das schneide ich auch nicht unbedingt mit rein. Oder wenn ich hier bei Rocket League ein schlechtes Ergebnis habe, das lasse ich auch raus. Also ich speichere nur die guten. Natürlich habe auch das hakt jetzt vielleicht mit meinem ersten Video, das ich gemacht habe. Jeder hat mal ein schlechtes Spiel. Ja, das ist wahr. Ich habe ja mein zweites Let's Play, oder besser gesagt mein zweites Video überhaupt, war ja auch ein Let's Play. Und da habe ich ja auch eine schlechte Quote am Ende gehabt. Also ich war im Minusbereich. Und da hat mich ganz besonders mein Klassenkamerad drauf angesprochen. Hör mal, kannst du nicht schlechte Let's Plays reinbringen? Habe ich gesagt, was habe ich denn im ersten Video gesagt? Meinte, ja, trotzdem kannst du nicht einfach machen. Deswegen habe ich mir das mal zu Herz genommen und stelle seitdem keine schlechten Let's Plays mehr ein, weil das spricht den Leute wahrscheinlich dann auch weniger an, wenn jemand ein schlechtes Ergebnis hat. Also, genau, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Würdet ihr ein Video eher gucken, wenn das ein gutes Ergebnis hat, eher weiterempfehlen, wenn das ein gutes Ergebnis hat, oder wenn es ein schlechtes Ergebnis hat? Ja, frage ich überhaupt. Wenn ihr es weiterempfehlen würdet, weil es ein schlechtes Ergebnis hat, dann höchstens, um euch über den Typen, der gespielt hat, lustig zu machen. Okay. Da habe ich auch Erfahrungen mitgemacht. Nicht alle, die mein Video schlecht finden, schreiben das in die Kommentare oder geben einen Daumen runter. Das habe ich festgestellt. Einige meiner Kollegen bzw. Freunden haben sich lustig darüber gemacht, was ich in meinen Videos manchmal bringe. Zum Beispiel über das Real-Life-Video von meinem Zuhause, da haben sie sich drüber lustig gemacht. Das geht mir aber ziemlich am Arsch vorbei. Das ist mein Zimmer, ja, und sollen sie doch drüber lachen. Sie müssen da ja nicht wohnen, sondern ich. Aber naja. Wie gesagt, Manuel ist jetzt wieder da. Er spielt jetzt auch wieder. Er stellt auch wieder neue Videos rein. Das hat er ja in letzter Zeit nicht machen können, weil er ja in Brasilien war und da seine PS4 mit hinzunehmen war ein bisschen kompliziert für ihn. Deswegen hat er es gelassen. Also, ihr wisst, was ich meine. Ja. Auf jeden Fall, bei Pepska werden demnächst auch Videos erscheinen. Wir müssen das nur noch ein bisschen genauer absprechen. Stefan lädt, soweit ich weiß, heute auch wieder ein Video hoch, weil Manuel und ich einfach noch ein bisschen beschäftigt sind. Ihr habt es ja auch gemerkt, ich hinke ein bisschen nach mit den Videos. Das lag daran, dass sich bei mir eine wirklich schlechte Internetverbindung zurzeit herrscht. Deswegen brauchen die Videos bei mir so eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde, bis die hochgeladen sind auf YouTube. Und das ist wirklich ein großes Problem. Deswegen habe ich mit meiner Mutter was abgesprochen, dass wir, also mein Bruder und ich, wir kriegen jetzt für die obere Etage in unserem Haus, also bei unserer Mutter, kriegen wir einen eigenen WLAN-Anschluss, den wir aber selber zahlen müssen. Habe ich gesagt, gut, von mir aus soll mir recht sein. Wenn dann die Internetverbindung dadurch besser wird, habe ich mich damit mal beim Freund von meiner Mutter informiert, bei Markus. Ich hab ihn ja schon mal genannt. Der hat uns halt gesagt, es von Unity Media ist gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall wird dann die Internetverbindung gut und kostet nur 25 € pro Monat. Also mal so 25 € durch 2 macht 12,50 €. Ich denke mal, das geht voll klar. Und unsere Internetverbindung wird dadurch besser. Also soll mir recht sein. Und für das bisschen Kleingeld, für besseres Internet zu haben, das ist Gold wert. Wirklich, vor allem in meiner jetzigen Situation ist das wirklich Gold wert. Dann, was ich noch unbedingt zum Gameplay erwähnen wollte. Ihr seht ja jetzt gerade Rocket League, einige von euch kennen es ja, man kann sich seinen Wagen selber designen. Es gibt jeweils zwei verschiedene Farbtöne pro Mannschaft, beziehungsweise pro
Teamfarbe. Es gibt ja einmal das Team Blau und das Team Orange. Beim Team Blau kann man sich als Farbe aussuchen, wie könnte es anders sein, von Blau bis Türkis, also wirklich, nee, von Dunkellila bis Türkis. Und von Rot geht es wirklich von Pink bis zu Gelb, wirklich Knallgelb. Und zwar in allen verschiedenen Farbenarten, also Metallic, Hochglanz etc., ihr wisst, wovon ich rede. Und es gibt halt auch immer so ein paar Muster, allerdings kann man die wirklich in allen Farben machen. Haben uns der Manuel, sag ich schon, der Stefan und ich mal gestern, soweit ich weiß, zum Spaß mal ein Auto gemacht in Türkis mit einem pinken Muster drauf. Das sah so scheiße aus, habe ich sofort wieder geändert. Und man kann sich so ungefähr 13 verschiedene Wagen machen. Ihr seht ja gerade, ich verwende einen anderen Wagen als im letzten Video. Ich habe auch diesmal kein Muster, sondern einfach nur so ein knalles Rot. Ich finde es recht schön, weil es hat sowas von, mit dem gelben Taxischild da oben, hat es was von den, von Michael Schumachers Wagen, finde ich jetzt so. Das hat mir ganz gut gefallen, deswegen habe ich es genommen. Sieht halt aus wie der Ferrari bei Formel 1, deswegen habe ich es genommen. Und als anderen Ton, da habe ich wirklich knalllila. Das hat zwar kein Muster, aber es sieht fast so aus wie der Red Bull Wagen. Einige von euch kennen sicherlich das Team Red Bull. Sebastian Vettel hat damit seine vier Weltmeistertitel erfahren, sage ich mal so. Es hat zwar noch kein Muster, aber ja, ich finde es auch so eigentlich ganz schön. So, ich finde so, kann man es lassen. Ansonsten halte ich jetzt erstmal die Klappe und lasse euch noch die Nachspielzeit vor. Grundski 3 Ende. Damit endet das Gameplay auch. Was ich noch unbedingt sagen wollte, ist, dass ihr unsere Kanäle abonnieren sollt. Also mein, Pepska und Manuels. Ich schreibe euch das alles nochmal unten in die Beschreibung. Ansonsten sage ich dann mal, wir sehen uns am Wochenende. Bis dahin, wir sehen uns. Ich wünsche euch was.